Hey ho, mein Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Der Erste Kaiser. Wir sind jetzt wahrscheinlich schon in den letzten Zügen dieser Mission. Ich habe trotzdem nochmal eine neue Folge draus gemacht. Es kann sein, dass die sehr kurz wird, dann entschuldige ich mich jetzt schon an dieser Stelle. Aber allzu lange dauert es nicht mehr. Wir müssen nur noch den Tempelkomplex fertig machen und dann haben wir schon geschafft. Wir haben 3 Tiere in unserem Tiergarten. Wir haben 4 Fors. Wir haben die 12 Monate mit Helden überlebt und produzieren in einem Jahr 18 Lackwaren und mehr. Bestmarke ist 30. 30 Lackwaren. Das muss man sich mal auf der Lackzunge zergehen lassen. Wahnsinn. Können wir alle verkaufen, würden noch mehr Geld machen, aber wir sind jetzt schon bei 44.000. Wir könnten unseren Rekord von der letzten Mission sogar noch brechen. Wir brechen und brechen, was das Zeug hält. Also verkaufen wir noch ein paar Lackwaren und Waffen sowieso schon. Alles ist gut. Jo, das wird richtig Asche fahren. Und ich frage mich, wann die Steine benötigt werden. Aktuell ist das ja nicht der Fall. Vielleicht erst, wenn das alles soweit ausgebaut wurde. Und dann bin ich sehr gespannt. Im Moment würde ich nicht mal mehr Steine einkaufen. Das heißt, die Steine, die wir bisher haben, die lassen wir jetzt so. Ich bin mir ja nicht sicher, wie viele Steine da benötigt werden. Speichern unter LP05 und lassen die Zeit schnell voranschreiten. Ihr fühlt euch schon wieder vernachlässigt. Dann kriegst du einmal Seide und im nächsten Monat kriegt dann Wang die auch noch ein bisschen was. Diesmal können wir wieder feiern. Wir haben jetzt wieder Nahrungsmittel. Unsere Leute sind wieder gut versorgt. Wang die bekommt ebenfalls noch was Schönes. Lackwaren, 8 Stück. Dann ist er auch wieder begeistert. Und das Ding wird weiter fertig gebaut. Noch 3 Zimmerleute und 12 Stapel Holz. Theoretisch hätten wir uns den anderen Gott mit reinholen können, der das Ganze hätte halbiert von der Bauzeit und wahrscheinlich auch von den Materialien. Aber wozu? Wir kriegen das auch so hin. Quang Di trifft ein. Er fühlt sich schon wieder vernachlässigt. Ihr habt aber auch Komplexe. Was ist los mit euch? Hier, kriegt Eisen. Frohes neues Jahr. Diesmal feiern wir nicht, um Nahrungsmittel zu sparen. Ich weiß ja nicht, ob wir diesmal genug haben, aber es sieht ganz gut aus. Nicht so, als wenn wir noch irgendwas benötigen würden. Gegebenenfalls müssten wir mal Sojaquark einkaufen, denn davon ist offensichtlich nicht mehr ganz so viel da. Na doch, kommt wieder was nach. Es geht noch. Es reicht wahrscheinlich noch bis zum Ende der Mission. 58.000 haben wir jetzt aktuell. Wir sind also sehr gut dabei. Tonplatten werden jetzt benötigt, um das Drumherum fertig zu machen. Und die Steine werden dann wahrscheinlich für die Mauer gebraucht. Frohes neues Jahr. Wir feiern nicht. Obwohl doch, wir feiern. Und dann kaufen wir eben Sojaquark ein. Das heißt, wir müssen mit G, haben wir sowieso schon eine Handelsroute, vereinbaren. G bekommt ein eigenes Depot dafür. Und hier sagen wir, dass wir Sojaquark einkaufen wollen. Ihr habt noch nicht mal einen Inspektorenturm. Was ist hier los? Es wundert mich, dass ihr noch nicht eingebrochen seid. Wie geht's den Ahnen? Du fühlst dich schon wieder vernachlässigt. Du bekommst erstmal Eisen. Und zwar 16 Barren. Speichern. Immer schön zwischenspeichern. Hier werden Tonplatten ohne Ende benutzt. Wartet mal. Stimmt, wir haben Tonplatten gar nicht eingelagert. Ups. Geschwindigkeit runterdrehen. Das ist das Problem. Die bringen das ja nicht direkt von den Töpferwaren hoch. Beziehungsweise jetzt von den jeweiligen Tonarbeiterlagern. Nichts annehmen außer Ton. Geschwindigkeit wieder hochdrehen. So, und dann schauen wir nochmal auf Wang Di. Zufrieden, erfreut, alles gut. Und Sojaquark wird eingekauft und damit an die jeweiligen Silos und Mühlen verteilt. Das freut mich, das freut unsere Leute. Wir können jetzt auch dieses Jahr wieder feiern. Das Ding wird immer schöner und immer besser. Braucht jetzt Holz und Tonplatten. Wir speichern wieder unter LP05.
Du bekommst Seide 8-mal. Wang Di trifft ein. Du bist noch zufrieden, dann würde ich dich jetzt erstmal nicht beschenken wollen. Zimmerleute machen alles fertig. Ach, das mittlere Ding ist auch schon fertig. Schön. Jetzt brauchen sie Steine. Steine sind genug da. Es muss nur noch fertig gebaut werden. Frohes neues Jahr, wir feiern. Speichern unter LP05. Wunderschön. Also auch die Mauer. Sehr graziell, sehr hübsch gemacht. Und ich denke, dass der Innenhof dann auch wieder gestaltet wird, wenn es soweit ist. Essen ist definitiv genug da. Den Leuten geht's super. Wir haben noch 46 Arbeitslose. Hervorragend. Frohes neues Jahr. Wir feiern. Wir können jetzt jedes Jahr feiern. Ist gar kein Problem mehr. Vernachlässigt. Du bekommst wieder irgendwas Schönes. Seide. 8 Stück. Spiel speichern. Es kann sein, dass durch die Festivitäten teilweise die Ahnen zufriedengestellt werden. Denn wenn die so lange auf einem zufriedenen Level bleiben, dann muss das ja an irgendetwas liegen. Und ich denke, das sind einfach auch die Feste. Also jetzt nicht diese Konfuzius-Leute, aber zumindest unsere Ahnen. Guckt euch dieses wunderschöne Bauwerk an. Der Innenhof wird gestaltet, sobald es alles fertig ist. Neujahrsbonus, besondere Geschenke. Ein Salamander. Jetzt haben wir 4 Tiere. Vernachlässigt, du bekommst wieder was. Lackwaren 8 Stück. Dann trifft er auch gleich wieder ein. Oh, wunderbar. Nur noch die untere Ecke. Hier oben fehlt auch noch was. Frohes neues Jahr. Wir feiern. Wang Di ist noch zufrieden. Oben fehlt immer noch was. Speicher nochmal unter LP05. Geschwindigkeit langsam runterstellen. Diesen Erfolg müssen wir mit ansehen. Und 91.555 Goldmünzen ist unser neuer Rekord. Und das in einer Mission, die relativ am Ende der Chu-Dynastie stattfindet. Also ich weiß nicht, wie viele Missionen da noch auf uns zukommen, aber wir sind schon relativ gut dabei. Du musst immer ziemlich weit laufen, ne? Du aber nicht. Kannst gleich losgehen. Wir brauchen noch 3 Maurer. Aber es reicht, glaube ich, wenn einer 3-mal mauert. Da kommt auch noch einer. Geht doch einfach hier rein. Es wäre doch wesentlich schneller. Hiernach noch ein Stein. Und der Tempelkomplex ist fertig. Jetzt hat er auch seinen Garten bekommen. Oh, wunderschön. Großer Tempelkomplex fertiggestellt. Gut gemacht. König Zuo ist vom großen Tempelkomplex sehr beeindruckt. Er beobachtet außerdem stundenlang die wilden Tiere, die sie auf seinem Palastgelände angesiedelt haben. Tja, gekonnt ist eben gekonnt. Zu Zeiten der betagten Chu-Dynastie wurden viele neue Technologien verfeinert, sowie neue Waffen und andere unbarmherzige neue Mittel zur Kriegführung entwickelt. In dieser Zeit entwickelte sich der Konfuzianismus und der Taoismus wurde geboren. Es war eine sehr schwierige Zeit, in der es viel Elend und Blutvergießen gab. Das Zeitalter der schwachen Könige der östlichen Chu schwindet rasch dahin, denn im Westen erhebt sich eine neue Macht. So sieht's aus. Wir beginnen die neue Kampagne. Und wenn wir jetzt mal so gucken, historische Kampagnen, dann ist die Chu-Dynastie gerade mal die dritte gewesen, von insgesamt 7 Stück. Das heißt, wir kommen jetzt in die mittlere Kampagne, die Qin- oder Qin-Dynastie. Die schauen wir uns dann das nächste Mal an.
Aber ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Also bisher hat mich der erste Kaiser doch schon ziemlich gepackt. Als alter, alteingesessener Cäsar 3 und Pharao-Spieler ist es echt eine große Freude. Anders kann man es nicht nennen. Vielen lieben Dank fürs Ansehen. Ich wusste, es wird eine kurze Folge. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis gleich.